Mods sind da. Ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub vorgestellt worden sind. Ich bin der Mr. Bauer Gaming hier. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Es gab heute eine richtige Lawine von neuen Mods. Und zwar sind das 35 neue Mods und 4 Updates, die wir heute besprechen werden. Da es so viele Mods sind, möchte ich nicht keine weitere Zeit verlieren, sondern gleich loslegen. Zuvor möchte ich mich jedoch bei Lars bedanken für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Falls ihr fragt, warum ihr namentlich nicht erwähnt werdet, obschon ihr das Abo da gelassen habt, liegt es daran, da euer Profil bei YouTube nicht sichtbar geschaltet ist. Daher teilt mir YouTube nicht mit, wenn Leute ohne sichtbarem Profil das Abo holen. Daher kriege ich keine Nachricht. Deswegen kann ich mich auch bei euch namentlich nicht bedanken. Nichtsdestotrotz an alle, die das Abo bereits geholt haben, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es hilft dem Algorithmus bei YouTube natürlich enorm weiter und somit kann auch der Kanal weiter wachsen. Wunderbar, haben wir das hinter uns, dann würde ich sagen, starten wir gleich los. Und zwar sind wir hier auf der Bredo-Karte, die ist heute herausgekommen. Die kommt von Tilo LP, Downloadgröße 221 MB, Downloadgröße 221,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Da diese für alle Plattformen ist, ist dies natürlich eine Karte in der Standardgröße, also 2x2 Kilometer. Und Bredo ist ein Ortsteil von Brieselang im schönen Havelland. Dies bedeutet, dass dies einer realen Situation nachgebildet worden ist. Und zwar ist Brieselang der Hauptort, wovon eben Bredo ein Ortsteil davon ist. Daher können wir nicht nach der historischen Vergangenheit von Bredo sprechen, sondern müssten hier natürlich jetzt Brieselang nehmen. Und da habe ich gefunden, dass diese Ortschaft urkundlich das erste Mal im Jahre 1315 erwähnt worden ist unter dem slawischen Namen Brieselang. Brieselang, Birkenlang, Birkenlanke, was vorgelagerte Befestigungsanlage des Amtes Felefans war. Im Jahre 1925 wurde Brieselang als selbstständige Landgemeinde gegründet. Und später wurde dann eben die Ortsteile aufgeteilt, zum einen eben Bredo und das andere Zeslow. Genug der Geschichte, wir machen einen kurzen Überflug über diese Karte. Wir haben viele Mods zu besprechen, also können wir nicht sehr lange auf der Karte verbleiben. Also wir können sehen, es sind Felder, die sind nicht alle nur quadratisch, sondern es gibt hier auch komische Formen hier. Es sind zum Teil große Felder. Und zum Teil natürlich auch kleine Landflächen, wie wir auch gleich auf der Karte dann anschauen werden. Wir sehen hier unten, es gibt also eine BGA, da ist ein Kuhstall verbaut und hier ist wahrscheinlich das Ortszentrum hier. Ich kenne die Region nicht, falls jemand da in der Gegend lebt, möchte ich gerne bitten, hierzu zu kommentieren, wie es nachempfunden worden ist, ob das einigermaßen so richtig ist. Es würde mich einfach ja, interessieren, ob das korrekt ist. Nachgebaut worden ist. So, wir schauen uns die Karte an und sehen eben, wie gesagt, dass es eine Standardkarte ist. Wir haben auf jeden Fall mal das größte Feld, welches eine Fläche oder sagen wir mal das Feld nicht unbedingt, aber die Parzelle hat eine Fläche von 57,24 Hektaren Fläche. Wenn wir als neuer Farmer starten, ist uns diese Parzelle hier der Kuhstall, also hier steht der Kuhstall, hier das Feld 7 und das Feld 24 zugesprochen. Alles andere ist natürlich dann später zu erwerben. Das kleinste Feld ist meines Erachtens nach zum Beispiel die 19 mit 0,62 Hektaren. Also es geht hier auch kleiner zu und her. Das ist die 22, die 23 sind jeweils unter einer Hektaren Fläche. Hier haben wir Felder, die sind so um eine Hektar groß. Und dann haben wir eben, wie gesagt, die großen Felder, die dann um die 60 Hektaren, 30, 35 Hektaren groß sind. Hier gibt es also Felder für jeden Geschmack ein bisschen. Hier kann man natürlich auch verschiedene Landflächen noch erwerben, wo man noch zusätzliche Höfe aufbauen kann. Wenn man das so möchte, kann man natürlich hier auch schon einen Multiplayer drauf starten. Schauen wir zuerst mal an, welche Produktionen verbaut sind auf der Karte, weil damit können wir dann ein bisschen Sachen abwerten. Wir haben zum einen, wie gesagt, verbaut die BGA, die 250 Kilowatt.
Wir haben die Spinnerei, das Sägewerk, die Müslifabrik, die Bäckerei, die verbaut sind. Dazu haben wir hier noch die Molkerei und die Getreidemühle. Das sind also die Standardproduktionen, die mit eingebaut sind. Wenn wir uns jetzt den Verkaufskatalog angucken, sehen wir, dass die Standard-Ackerfrüchte alle verkauft werden können. Bis und mit Zuckerrohr. Dann kommen wir zu den Produkten der Tiere. Das heißt, die Eier können verkauft werden, Wolle, Milch kann auch verkauft werden. Dann haben wir das Sägewerk, das natürlich die Hackschnitzel annimmt. Dann haben wir hier Silage, Holz, Gras, Heu, Stroh, das auch natürlich entsprechend verkauft werden kann. Wir gehen weiter zu der Bäckerei. Also hier kann Mehl verkauft, das Mehl kann dann verkauft werden. Jedoch haben wir keinen Verkaufspunkt standardmäßig für Brot und Kuchen, obschon die Bäckerei verbaut worden ist. Die Molkerei, die verbaut ist, die kann die Butter weiterverkaufen, den Käse, der Käse kann jedoch nicht weiterverkauft werden. Die Spinnerei nimmt die Wolle an, kann aber jedoch den Stoff nicht verkaufen und es sei denn, man baut natürlich die Schneiderei mit rein. Die Schneiderei dann wiederum könnte die Kleidung nicht verkaufen, also hier gibt es keinen Standardverkaufspunkt für diese Produkte. Des Weiteren, wenn wir die Müslifabrik haben, können wir zwar das Müsli herstellen, aber wir können es nicht verkaufen. Dann haben wir das Sägewerk natürlich eingebaut, wir können aber keine Bretter noch Möbel verkaufen. Dann Mist kann natürlich wieder verkauft werden, Gärreste natürlich auch. Kalk kann nirgendwo gekauft werden, es gibt also keinen offiziellen Kalkkaufpunkt. Und wir haben auch keinen Gesteinsbrecher, der uns die Steine abnimmt. Also der muss dann auch entsprechend eingebaut werden. Daher muss ich mir ein bisschen die Gedanken machen, dass zwar die Gebäude, die Produktionen für die Standardfrüchte eigentlich eingebaut sind, aber deren Produkte können nicht alle verkauft werden. Andere Produkte, die können dann wiederverkauft werden, Produkte, die dann weiterentwickelt werden. Ein bisschen komisch hier, also ich denke, hier könnte eventuell noch ein Update notwendig sein. Wir haben den Standard-Saatkalender, der verbaut ist. Natürlich können auch Aufträge erfüllt werden. Wie gesagt, Produktionen sind keine verbaut. Auch haben wir zwar einen Kuhstall, der kommt aber jedoch ohne Tiere. Das wäre es, was natürlich hier zur Karte gesagt werden kann. Ladestationen gibt es natürlich hier die Tankstelle und bei der BGA kann ein Gärreste-Nachkauf gemacht werden. Da gibt es ein Silo, wo man Gärreste kaufen kann. Die Abladestationen sind klar. Das ist hier unser Hofsilo, was da steht. Dann haben wir hier der Energiepflanzenexport, also ein Verkaufspunkt und das Gasthaus, was auch als Verkaufspunkt da ist. Der Pferdehof natürlich auch. Das sind die vier Hauptverkaufspunkte. Das heißt, weiter müssten dann eigene Verkaufspunkte quasi eingebaut werden. Dann Verschiedenes, das heißt, wir gehen jetzt dann gleich mal zu unserem Hof. Wir schauen uns den im Detail an. Hier haben wir den Fahrzeughändler, hier ist der Viehhandel. Das ist unser Hofgebäude, da gehen wir jetzt auch gleich hin. So, wenn wir zum Hofgebäude kommen, dann befinden wir uns hier in dieser Halle drin. Das ist also quasi unsere Haupthalle. In dieser Haupthalle finden wir einen unserer Traktoren, die dann wir natürlich nachher nochmal angucken, wenn wir das gesamte Startequipment mal angucken. Natürlich kann diese Halle geöffnet werden, das wäre ja, wenn wir da nicht rauskommen würden. Hier draußen haben wir einen Unterstand, da haben wir den Deutz Fahr Mähdrescher. Wir haben einen Steyr Traktor hier stehen, das Schneiderwerk mit seinem Wagen. Hier haben wir einen Grubber und natürlich auch eine Sämaschine stehen. Das sind mal so das, was man gleich mal so auffällt. Was auch auffällt, ist ein Kärcher schon mit verbaut worden ist. Das Weiteren fällt auf, dass hier in dieser Halle, in einem Teil dieser Halle auch unser Pickup-Truck geparkt ist. Dann haben wir hier hinten draußen noch weitere Tore, die wir aufmachen können. Natürlich, also die Halle ist ziemlich groß, also da kann man schon einiges reinstellen. Das ist auf jeden Fall mal dieser Teil. Wir gehen mal ganz kurz um zu gucken, wo eigentlich der Schlafträger ist. Den musste ich lange suchen, weil er ist nämlich nicht gekennzeichnet. Und zwar, wenn man hier an der Tür steht und dann die R-Taste drückt, dann kann man also schlafen. Das ist hier der Schlafträger, der hier dann quasi versteckt ist. Was ich nicht gefunden habe, ist der Kleiderschrank.
Falls jemand weiß, wo der Kleiderschrank ist, bitte in die Kommentare reintragen, so dass wir auf jeden Fall vielleicht das noch nachtragen können oder andere Menschen, die dieselbe Frage haben, die es hier nachlesen können. Wir gehen noch kurz zu einem weiteren Teil des Hofes, der zu uns gehört. Und zwar ist das hier dieser Bereich hier. Da haben wir den Kuhstall, der gehört zu uns. Das ist also uns zugeschrieben. Das ist ein Standard-Kuhstall, und zwar der große, und zwar ohne den Fütterungsroboter. Also das ist der ganz normale, aber einfach ohne Fütterungsroboter. Hier haben wir, wie gesagt, das Silo, das unser Silo ist, hier auf dem Hof. Nebenan ist gleich die BGA oder hier eben auch der Kaufpunkt für die Gärreste. Hier haben wir natürlich eine Halle, die hier zu stehen ist. Und hier finden wir zwar den dritten Unterträger, und zwar ist das der Valtra, den 8750 mit einem Gewicht. Und hier natürlich noch ein bisschen andere Werkzeuge, die wir dazu haben. Hier haben wir natürlich die Werkstatt. Das ist auf jeden Fall hier mit verbaut, mit direkt in der Halle drin. Ich glaube, das ist eine Standard-Hörmal-Halle. Und ja, dann haben wir hier noch ein Keilsilo, ein Durchfahrtsilo für unsere Silageproduktion. Das sind also im Prinzip so die Sachen, die quasi zu dem Hof gehören. Wir schauen mal die Garage an. Also wir haben gesagt, wir haben den Steyr, den haben wir kurz gesehen, den 8150. Dann haben wir zwei mittelgroße Traktoren, einmal den 8750 von Wald und den 3670 von Massey Ferguson. Dann haben wir, wie gesagt, natürlich den Topliner, der Drescher von Deutz Fahr. Dann haben wir den Pickup. Dann haben wir hier den Welger-Anhänger, den Standard-Anhänger. Das Schneidewerk natürlich zum Drescher mit seinem Schneidewerkswagen. Dann haben wir einen Grubber hier stehen. Der hat natürlich 2,5 Meter in der Arbeitsbreite. Eine Sämaschine für die normale Aussaat. Ein Frontmähwerk mit der Arbeitsbreite von 3,10 Meter. Dann haben wir einen Ladewagen, den Faro 4010 von Pöttinger, und natürlich, wie schon gesagt, die zwei Gewichte, die auf dem Hof stehen. Das ist also unser Starting Equipment. Des Weiteren möchte ich jetzt nicht weiter auf die Karte eingehen, weil wir haben noch sehr viele andere Sachen zu besprechen. Daher würde ich sagen, legen wir gleich los. Und zwar möchte ich erstmal wie immer mit den Updates starten. Und zwar kommt das erste Update von Viper GTS zu seinem jetzt wachsen Mod, und zwar mit der Downloadgröße von 20 KB, jetzt in der Version von 1.0.5.1, und zwar ist diese Mod für PC und Mac. Das Änderungsprotokoll hier sagt: Fix, einige Sprachen verursachten einen Spielabsturz durch den Spracherkennungscode. Das nächste Update kommt ebenfalls von Viper GTS 96 mit einer Downloadgröße von 0,29 MB, betrifft die Mod Sofortwäsche, ist jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Die Änderungsliste hier sagt: Behelfslösung von Abstürzen, die durch den Code der Spracherkennung verursacht wurden. Das nächste Update kommt für die Rübelschnitzelanlage, und zwar von Vertex Design, Downloadgröße 6,95 MB in der Version jetzt 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Animationen für Förderbänder hinzugefügt, Produktionsgeschwindigkeit angepasst, Produktionsrate für Zuckerrübenschnitzel um 5% reduziert. Das nächste Update und damit auch das letzte Update für heute, das ist für den JCB 419S, kommt von Rossen Mods, Downloadgröße 11 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt: Lenkradaufkleber befestigt, Kamerapositionen und Aufhängung korrigiert, Zwillingsradoption hinzugefügt, Option für manuelles Getriebe hinzugefügt, Öffnungstür hinzugefügt und andere kleine Fehlerbehebungen. Wir kommen zu der ersten der ganz vielen neuen Mods, die heute herausgekommen sind. Und zwar fangen wir an mit dem Wetterstedt Rapid 300C-400C. Kommt von Matt26, Downloadgröße 21,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind das zwei Sämaschinen in verschiedenen Arbeitsbreiten, aber der gleichen Funktion. Wir schauen uns die große an, stellvertretend für beide. Und zwar kommt die große mit einer Tankfüllmenge für Saatgut von 4300 Liter
Nicht vergessen, das ist also Saatgut und Dünger, falls eingebaut. Dem Gewicht von 4,6 Tonnen, braucht 130 PS, hat die Arbeitsbreite von 4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h. Der Preis 38.000 Euro. Hier kann die Option zur zusätzlichen Düngung natürlich noch hinzugefügt werden, womit natürlich einfach diese Tankfüllmenge dann im Prinzip verteilt wird zwischen Dünger und Saatgut. Des Weiteren gibt es außer dem Kennzeichen keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir schauen noch mal ganz kurz die Kleine an. Das ist natürlich alles genau dasselbe, außer natürlich das Tankvolumen. Das hat dann 3100 Liter für Saatgut und Dünger. Und der Preis ist natürlich dementsprechend ein bisschen kleiner, da auch die Arbeitsbreite einen Meter weniger betrifft. Also hier 3 Meter für 35.000 Euro. Die nächste neue Mod ist der Robert Master Mix. Kommt von Paolo 5090R. Downloadgröße 28,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt der Robert Master Mix in zwei verschiedenen Ausführungen. Und zwar einmal den 17T. Der hat ein Ladevolumen natürlich zum Mischen von 17 Kubikmetern, einem Gewicht von 6 Tonnen, braucht 90 PS, um bedient zu werden und kostet 39.500 Euro. Die Schneckenmesser können gewählt werden zwischen Metall oder Wolfram. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Trelleborg. Dann gibt es die Möglichkeit, oben einen Rohrring hinzuzufügen für 800 Euro, ja oder nein. Dann gibt es hier die Abkippmechanismen. Also wir haben hier in diesem Falle einen Abkippmechanismus zwar vorne, und zwar kann der dann entweder oder rechts oder linksseitig aktiviert werden. Dazu kommt natürlich hinten noch eine zusätzliche Tür, die ist dann hier hinten angehängt. Das heißt, wir können auch rückwärts abladen. Hier gibt es das Nummernschild, ansonsten gibt es keine anderen Möglichkeiten, das Gerät zu verändern. Dann haben wir die 17P-Version, und zwar ist im Prinzip fast alles dasselbe. Also die Eckdaten sind im Prinzip dieselben. Natürlich auch die Konfiguration mit dem Schneckenmesser, entweder in Metall oder Wolfram. Die Reifenhersteller bleiben sich genauso gleich. Der Rohrring natürlich auch. Nur bei den Abkippmechanismen wird hier natürlich andere Optionen angeboten, da hier nicht automatisch vorne eine Abkippseite quasi ausgewählt werden kann. Entweder muss man sich hier festlegen zwischen Tür vorne links, Tür vorne rechts oder beidseitige Fronttür oder die Möglichkeit der Tür hinten links, hinten rechts oder doppelte Tür hinten. Das heißt, es wird trotzdem zur Seite abgeladen, also nicht so wie bei der anderen Version, dass man dann hier rückwärts abladen kann. Die nächste neue Mod ist das Trommelgewicht. Und zwar hier habe ich gewählt, natürlich ein bisschen mit Heimweh, die Motorex Version Oil of Switzerland. Hallo Schweiz, ich vermisse dich. Das bin ich hier aus Spanien sprechend. Und zwar kommt dieses Trommelgewicht von Keltibero. Downloadgröße 2,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Gewicht wiegt 650 Kilo und kostet 300 Euro in der Standardversion. Wir können dann mit einem Aufpreis von ebenfalls 300 Euro auswählen, welche Brand da drauf soll. Also wir haben Armor Moteur, Clever Motors, Kraft- und Landmaschinen AG, Motorex, Akko, Case IH, Class, Fiat, JCB, John Deere Highguard, New Holland, Valtra und wieder zurück zu Standard. Bei der Standardvariante haben wir die Möglichkeit, aus der Standardpalette die Farbe oben und unten zu wählen und die Designfarbe ebenfalls aus der Standardpalette. Und zwar betrifft das den Mittelstreifen. Die nächste neue Mod heißt HW80 Anhänger Pack, und zwar kommt dies von AAA Modding, Downloadgröße 22,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Hängern, zum einen den 80.11er, der kommt standardmäßig mit einem Ladevolumen von 8 Kubikmeter, einem Gewicht von 3,7 Tonnen und dem Preis von 10.500 Euro. Hier gibt es sehr verschiedene Variationsmöglichkeiten bezüglich der Konfiguration. Zum einen einmal die Kapazität auf 11 Kubikmeter, einmal 11 Kubikmeter mit Abdeckung. Dann haben wir die 14 Kubikmeter Version, die 15 Kubikmeter Version und zu guter Letzt die 20 Kubikmeter Version.
Daneben können wir das natürlich auch noch nutzen als Ballenwagen und dann sind wir wieder zurück zu der 8000er Version. Die Reifenvarianten gehe ich hier ganz kurz durch. Ich gehe aber nicht auf die einzelnen ein. Die Hauptfarbe betrifft natürlich hier und kann gewählt werden aus der Standardpalette, natürlich hier betreffend dem Body. Das Fahrgestell, das spricht natürlich für sich selbst, also das Fahrgestell an sich. Die Abdeckungsfarbe ist auch klar, was das bedeutet. Die Abdeckungsfarbe 2, das müsste ich jetzt gerade herausfinden, was es ist. Ich glaube, das sind diese Metallteile hier, die sich dann entsprechend verfärben. Färben wir das mal pink, dann sieht man das besser. Ja genau, das sind also diese Stabelemente hier, die zum Öffnen und Schließen der Abdeckung dienen. Und die Felgenfarben können wir natürlich auch auswählen aus der Standardpalette. Dann gibt es die zweite Version und zwar ist das der 80.11 Char 8. Der kommt standardmäßig mit einem Volumen von 18,8 Kubikmetern, wiegt 3,2 Tonnen und kostet 11.500 Euro. Hier kann das Design geändert werden auf aktive Seite links, aktive Seite rechts oder wieder zurück zu Standard. Dann hier die Reifenvarianten sind natürlich dieselben wie vorher. Die Hauptfarbe hier betrifft natürlich auch den Body. Das Fahrgestell spricht natürlich für sich und die Felgenfarben natürlich auch. Hier sind also die beiden Versionen, die wir von diesem Hänger haben können. Der 3-Punkt-Rammschutz, der kommt von der Sotomodding Industries. Downloadgröße 1,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Rammschutz mit einem Gewicht von 1000 Kilo, also einer Tonne, dem Preis von 1200 Euro und kann verändert. Und hier kann die Hauptfarbe geändert werden, respektive gewählt werden aus der Standardpalette. Met 26 hat uns noch den Horsch Pronto gebracht und zwar mit der Downloadgröße von 12,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Horsch Pronto 9DC kommt mit einem Ladevolumen für Saatgut von 5000 Litern, einem Gewicht von 9,7 Tonnen, braucht 270 PS, um bedient zu werden, hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 104.000 Euro. Hier kann bei der Konfiguration die Leiter geändert werden vom Typ 1 zum Typ 2, also eine seitliche Leiter. Dann kann hier die Reifenvariante gewählt werden, entweder von Nein zu Ja, das heißt vorne kommt auch noch eine Reifenspur hinzu. Und die Kapazität kann verändert werden von 5000 Litern für Saatgut oder Dünger auf 7000 Liter. Der Göweil BTGHY kommt von Agrardesign Austria mit der Downloadgröße von 2,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ballenzange oder Ballenheber mit einem Gewicht von 245 Kilo und kostet 1790 Euro. Hier kann die Funktion geändert werden von der Folienballenzange zu dem Ballenspieß und wieder zurück. Und es kann entschieden werden, wo das Dekal hinkommt, entweder zur Seite hier oder hier in der Mitte. Des Weiteren kann hier verändert werden der Ankupplungstyp von 3-Punkt-Aufnahme zu Euro und 3-Punkt-Aufnahme oder der Hauer-Aufnahme und wieder zurück zur 3-Punkt-Aufnahme. Der Fortschritt B200 kommt von AAA Modding mit der Downloadgröße von 5,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich dabei natürlich um einen Pflug, kommt mit einem Gewicht von 1,4 Tonnen, braucht 80 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2 Metern, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 13.000 Euro. Hier kann beim Design vom Standard geändert werden auf den braunen, den grünen oder die rote Version. Die Felgenfarbe kann ausgewählt werden zwischen weiß, hellgrün, gelb und rot. Die nächste neue Mod heißt Quernerland CLE 430, kommt von Tony und Matthew FS, Downloadgröße 2,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Tiefenlockerer, der kommt mit einem Gewicht von 2 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,3 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und kostet 15.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.
Die nächste neue Mod heißt Zaphir Gewichtepack. Kommt von Greenland Farming The Bouts. Downloadgröße 3,37 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Gewichten. Einmal mit 800 Kilo, einmal eine Tonne und einmal eine Tonne 200. Bei alle dreien ist natürlich eines veränderbar, und zwar ist das Design, entweder mit oder ohne der Aufschrift. Und hier kann die Hauptfarbe geändert werden zwischen Black und Black 2. Da dies für alle drei gilt, werde ich das natürlich nicht überall wiederholen. Ich kann nur dazu sagen, der Preis ist ex aequo mit einem Kilo. Das heißt also, jedes Kilo kostet einen Euro, hier 800 Gramm. Hier 800 Kilo, 800 Euro, 1000 Kilo und 1000 Euro, 1200 Kilo und 1200 Euro. Wir kommen zum Solano Tiefengrubber. Der kommt von David Martinez AM Modding. Downloadgröße 1,23 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 750 Kilogramm, braucht 80 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,2 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Der Preis hier 7000 Euro. Hier gibt es auch keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Der EWES Brumby 7-298 kommt von Vertex Design. Downloadgröße 9,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Alarm, Alarm! Und zwar kommt dieser Brumby 7 mit einem Gewicht von 1,3 Tonnen, braucht 140 PS und Alarm, Alarm! Hier 3 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, der Preis 15.500 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Der Heckkamp CV650 kommt von Holkenborg, Band 1035 Luke, Downloadgröße 4,26 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und es ist wieder passiert, wir haben einen Grubber mit der Arbeitsbreite von 3 Metern, dem Gewicht von 830 Kilogramm, braucht 80 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und der Preis 2275 Euro. Das Design kann geändert werden, und zwar die Zahnart kann geändert werden von Zahnart 1 zu Zahnart 2. Und beim Design kann eine Rohrstabwalze hinzugefügt werden oder die Standardversion. Die nächste neue Mod heißt Kaveco 140-1, kommt von Camillos 0397. Downloadgröße 2,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einem Ladevolumen von 17,5 Kubikmeter, einem Gewicht von 4,9 Tonnen und kostet 17.500 Euro. Die Kapazität kann verändert werden von 17,5 Kubikmetern zu 22,5 Kubikmeter, 24,5 Kubikmeter und dann eine Version mit 12,6 Kubikmeter und zurück zu der Standardvariante. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich hier mal durch. Das ist Standard und Standard 2, Breitreifen, Breitreifen 2 und Breitreifen 3. Die Farbgebung kann natürlich ziemlich variiert verändert werden. Zwar hier das Fahrgestell. Das machen wir jetzt einfach mal auf Gelb. Das ist eine etwas erweiterte Farbpalette. Dann kommt die Designfarbe, was den Body betrifft. Der Aufbau natürlich kann auch farblich verändert werden. Nehmen wir hier eine andere Farbe. Und natürlich die Felgenfarbe kann hier auch noch entsprechend gewählt werden. Der Quernelan TLX Geospread Pack, das kommt von Mephew FS und Proxim. Downloadgröße 9,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Düngestreuer, der auch Kalk streuen kann, mit einem Volumen für Kalk oder Dünger von 1700 Litern, einem Gewicht von 785 Kilogramm, hat eine Streuweite von 42 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h. Der Preis 20.000 Euro. Der Aufbau kann erweitert werden zu 2800 Litern, 3900 Litern und zurück zu der Standardversion. Dann kann entschieden werden, ob ein Schmutzfänger hinzugebaut werden soll oder nicht.
Dann kann hinten noch eine Standard-Anhängerkupplung hinzugefügt werden. Das ist interessant. Und natürlich können noch Transporträder unten angebaut werden, sodass er eventuell besser transportiert werden kann oder hin und her geschoben werden kann. Wir haben es gleich nochmal mit einem Düngestreuer zu tun, und zwar dem Amazone ZATS. Kommt von Chargy und Homeless. Downloadgröße 3,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Düngestreuer, der kein Kalk nimmt, mit einem Volumen von 1400 Litern für Dünger, dann 573 Kilo das Gewicht, 42 Meter die Streuweite, 18 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit und ein Preis von 25.000 Euro. Auch hier kann natürlich ein Aufbau hinzugebaut werden, und zwar von 1400 Litern zu 1700 Litern und natürlich dann zu 2000, 2600 und sage und schreibe bis zu 3200 Litern. Dann kann natürlich hier noch eine Abdeckung hingebaut werden und das entsprechend bei jeder wählbaren Größe. Wir kommen zum Lizard MKS, der kommt vom Landmensch, Downloadgröße 7,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit zwei verschiedenen Ausführungen, einmal den MKS 13.5 mit einem Ladevolumen für die Flüssigkeiten von 13.500 Litern, einem Gewicht von 6,2 Tonnen und dem Preis von 32.000 Euro. Hier können dekorative Schmutzfänger hinzugefügt werden, und zwar einmal 1, 2, 3, 4, 5 und wieder die erste Version. Also hier kann einiges verändert werden. Dann gibt es die Möglichkeit, den Luftschlauch farblich zu verändern, und zwar von schwarz zu farbig und zurück zu schwarz. Dann kann festgelegt werden, mit was an dieser Tankwagen gefüllt werden soll, entweder Dünger und Herbizid oder Milch und Wasser. Das sind also die zwei Versionen, die wir haben. Dann die Reifenvarianten gibt es hier Standard mit Lenkachse und die Standardversion. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer erweiterten Standardpalette. Die Designfarbe kann auch aus der Standardpalette gewählt werden und betrifft den Rahmen. Und die Felgenfarbe ist klar, betrifft natürlich die Felge an sich. Hier kann natürlich auch noch das Nummernschild hinzugefügt respektive geändert werden. Dann gibt es die Version MKS 16.5. Die ist natürlich ein bisschen größer, hat ein Ladevolumen von 16.500 Litern, einem Gewicht von 6,5 Tonnen und kostet 42.000 Euro. Hier haben wir exakt dieselben Konfigurationsmöglichkeiten natürlich wie bei dem kleineren Modell, daher gehe ich das nicht nochmal durch. Der MAS TGS Kurzholz kommt von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 18,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einer Leistung von den gewohnten 500 PS, einer Tankfüllmenge für Diesel von 490 Litern, einer Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h und dem Gewicht von 17,6 Tonnen. Der Preis 180.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Nokian Tyres und Continental. Dann können hier einige Sachen verändert werden, und zwar einmal eine Scheibenblende, die vergrößert werden kann oder hinzugefügt werden kann. Dann gibt es eine Dachbar, die hinzugebaut werden kann, und zwar entweder ja, und zwar Licht und Licht, und dann zurück zu Standard. Und dazu kann gebaut werden eine Bullbar mit ja oder eine mit Licht und wieder zurück zu Standard. Hier haben wir sehr viele Farbmöglichkeiten. Klar, die Kabinenfarbe ist klar, die können wir auswählen aus einer sehr großen Palette. Das ist mal diese hier. Dann kann die Zangenfarbe natürlich geändert werden. Das ist natürlich die Zange hier an dem Kran dran. Die Kranfarbe an sich kann verändert werden. Dann die Rungenfarbe kann auch verändert werden. Das ist dann diese Farbe hier. Und natürlich selbstsprechend die Felgenfarbe kann entsprechend auch verändert werden. Die nächste neue Mod ist der JCB 435S, und zwar in der Stage 4 und der Stage 5 Variante, kommt von Red Cat 3D und Pixel Design. Downloadgröße 20,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Radlader natürlich standardmäßig mit einer Leistung von 235 PS, wird automatisch geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 40 Litern DEF,
40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht sind 15,3 Tonnen. Der Grundpreis 184.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Continental, BKT, Nokian, Michelin und Trelleborg. Dann bei den Reifenvarianten kann ich einfach mal durchblättern. Da gibt es sogar die Möglichkeit, eine Zwillingspflegebereifung drauf zu packen. Dann gibt es die Möglichkeit, Warntafeln hinzuzufügen. Einmal die Aufkleber, einmal Tafeln, einmal beides. Dann Rundumleuchten gibt es verschiedenste Varianten. Einmal links außen, links innen, rechts außen, rechts innen, links und rechts außen, links und rechts innen oder keine. Das sieht komisch aus. Das sieht so wie ein Minion aus. Dann kann bei der Anhängerkupplung hinten festgelegt werden, ob da noch eine Hydraulik hinzukommt oder nicht. Das kann man hier festlegen. Dann gibt es dazu zwei Motorenausführungen. Und zwar haben wir die 4355 Stage 4 2018 oder die 2019er Version, die ist dann bei 252 PS. Dann können wir hier bei der Hauptfarbe wählen, ob der gelb, schwarz oder rot sein soll. Und bei der Felgenfarbe haben wir die Möglichkeit zwischen gelb, grau und natürlich dem schwarz. Das sieht doch ganz cool aus so. Das ist meine Arbeitstasche und zwar heißt dieser hier tragbarer Schlafauslöser, kommt von Schulz Modding. Downloadgröße 0,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ganz einfach, man kann hingehen, R drücken und dann kann man beliebig wo schlafen. Man muss einfach seine Tasche immer dabei haben. Platziert wird diese Tasche durch die Farmhouse-Funktion und das ist diese hier. Da kann man die im Prinzip dann hinbauen, wo man gerne möchte. Aber es ist natürlich klar, es wird nur ein Schlafträger pro Hof erlaubt. Die nächste neue Mod heißt Midwest Durus 60 Fuß, kommt von Hispano, Downloadgröße 22,52 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dies als Paket, zum einen natürlich das Schneidewerk an sich, wiegt 5,4 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 18,2 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und kostet 167.967 Euro. Hier kann hinzugefügt werden, hier vorne eine Führung oder eben ohne Führung. Dann kann die Kopplerkonfiguration gewählt werden von Akko Ideal zu John Deere X9, Class Lexion 8900 und zurück zu Akko Ideal. Die Hauptfarbe betrifft natürlich das Schneidewerk. Da gibt es eine ziemlich große Auswahl, entsprechend der Marke, wo man es anbauen möchte. Die Designfarbe betrifft natürlich hier dieses Design an der Seite und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge der Tragräder rechts und links. Das zweite Teil in diesem Paket ist dieser Schneiderwerkswagen, hat einen angebauten Tank, der hat ein Volumen von 2000 Litern. Der Anhänger, der wiegt 3,3 Tonnen und kostet 22.526 Euro. Die Hauptfarbe betrifft natürlich das Fahrgestell und kann natürlich hier geändert werden aus diesen Farbvariationen. Und die Felgenfarbe, das spricht für sich hier, auch natürlich die Felgen, wie sie entsprechend gewählt werden möchten. Die nächste neue Mod heißt Wilson Paysetter Spreizachse, kommt von Whiskey Sierra Modding, Downloadgröße 9,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser natürlich mit seinen 60 Kubikmeter Ladevolumen, einem Gewicht von 7,9 Tonnen und kostet 80.000 Euro. Hier kann bei der Konfiguration in der Mitte zwischen den beiden Rädern noch ein Werkzeugkasten hinzugebaut werden, ja oder nein. Dann können Schmutzfänger hinzugefügt werden oder verändert werden, entweder von der Standardversion zu der 4 Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn und hinten. Das heißt dann, beide Räder haben separat einen Schmutzfänger. Und natürlich zurück zu der Standardversion. Die Hauptfarbe, die ist natürlich das Gestell, das natürlich der Body betrifft, ist natürlich hier wählbar aus einer ziemlich großen Farbpalette. Und die Felgenfarbe kommt mehr oder weniger in der Standardauswahl, plus natürlich der Chrom-Version. Die letzte neue Mod bezüglich den Fahrzeugen und Gerätschaften ist der Fliegel Flachbett-Sattelaufleger. Kommt von Top Ace 888.
Downloadgröße 5,4 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 5,9 Tonnen und kostet 28.000 Euro. Standardmäßig passen hier drauf natürlich Ballen, und zwar Rundballen und Quaderballen. Die Rundballen in der Größe von 125 cm bis zu 180 cm und die Quaderballen von 180 cm zu 240 cm. Hier kann gewählt werden, ob das ein Autoload-Trailer sein sollte. Und zwar kann gewählt werden, ob da 36 eckige Ballen in der Größe von 180 draufgehen, 30 eckige in der Größe von 220 und 240 cm. Dann 34 der Rundballen im Durchmesser von 125 cm, 30 Ballen der runden Form mit Durchmesser 150 cm und 26 Ballen der runden Form mit dem Durchmesser von 180 cm. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, BKT, Bredestein und Continental. Dann das Logo hinten kann geändert werden zwischen Weiß-Rot und Schwarz. Die Anhängerkupplung kann gewählt werden von Standard zu Zugmaul hinten. Das heißt, es könnte sogar noch ein kleiner Trailer angehängt werden. Die Fahrgestellfarbe kann gewählt werden aus einer erweiterten Standardpalette. Die Flachbettfarbe kann geändert werden auch aus einer Standardpalette, die erweitert worden ist. Und natürlich die Felgenfarbe genauso entsprechend aus einer größeren Palette. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das kleine Silo-Set von Top Ace 888, Downloadgröße 2,74 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack erstmal mit 5 kleineren Silos. Das sind hier das kleine Erntegut-Silo mit einem Volumen von 500.000 Litern. Dann haben wir das kleine Schüttgut-Silo. Hier kommt der Hinweis dazu, in diesem Silo wird Schüttgut gelagert, nimmt auch Ballen an. Dann das kleine Verbrauch-Silo, und zwar in diesem Silo werden Saatgut, Dünger, Kalk und Salz gelagert. Güter können auch direkt nachgekauft werden. Die Logos können an der Seite ausgeschaltet werden. Das sind diese Logos hier. Dann gibt es ein kleines Multifrucht-Silo mit einem Volumen von 10 Millionen Liter. Das ist dieses hier. Die haben alle dieselbe Größe, dieselbe Form. Und hier wird auch gesagt, dass in diesem Silo Schüttgut angenommen werden, sowohl wie Flüssigkeiten und auch Ballen. Das sind also diese Silos, die hier aufgebaut werden können. Dann gibt es dazu eine kleine Silo-Erweiterung mit einem zusätzlichen Volumen von 100.000 Litern. Und damit, glaube ich, habe ich alle entsprechenden Elemente dieser Mod besprochen. Das ist also diese hier, die Standard-Silos hier zwischen 50.000 und 100.000 Euro je Einheit, entsprechend was hingebaut werden will. Die nächste neue Mod ist das Neuro-Getreidesilo, kommt von Apueri, Downloadgröße 7,36 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Silo hier, kommt mit einem Volumen von 200.000 Litern und ist für Getreide und solche Sachen geeignet. Der Preis pro Einheit 120.000 Euro. Die nächste neue Mod ist das Silo Systempack, und zwar kommt das vom Deutschschweizer Agrarservice und Castor. Downloadgröße 117,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das ein riesengroßes Pack an Silo-Einheiten. Und zwar ist das ein System, was folgendermaßen aufgebaut ist. Und zwar werden hier erstmal angeboten eine Silo-Ladestelle groß und eine Silo-Ladestelle klein. Das sind also die Grundelemente, die hingebaut werden. Die haben jeweils eine Kapazität von 100.000 Litern. Das ist das, was ich hier hingebaut habe. Also das ist diese Standard-Ladestelle. Dann werden natürlich diese Erweiterungen hinzugefügt und je nachdem, was man will. Also hier gibt es die Möglichkeit von Exilo Metall 20.000 Liter. Dann Exilo Metall mit 30.000 Liter. Exilo Metall 40.000 Liter,
und natürlich die entsprechende Version in der 50.000 Liter Version. Dann gibt es das Ganze auch in der Rundversion, also 20, 30, 40 und 50.000 Liter. Dann gibt es den Rundsilo Typ 2. Das sind dann auch wieder 20, 30, 40 und 50.000 Liter. Das sind also drei Versionen, die wir haben können, jeweils mit den Füllmengen zwischen 20 und 50.000 Litern. Dazu kommen natürlich dann auch noch die Container, das heißt, wo dann Flüssigkeiten gelagert, respektive auch angekauft werden können, je nachdem, was da rein soll. Dann haben wir hier eben das Exilo Futter, das mit 50.000 Litern, Exilo Futter mit 20.000 Litern, Exilo Saatgut mit 50.000 Liter, mit 20.000 Liter Ex-Eco mit Saatgut. Dann haben wir die Kalkstellen, einmal 50.000 Liter, einmal 20.000 Liter, jeweils in der eckigen Form. Und dasselbe für natürlich Verdünger, da ist das für 50.000 respektive für 20.000 Liter. Wie wir schon gedacht haben, gibt es natürlich das alles auch in der runden Version. Einmal Rund-Silo-Futter 50.000, Rund-Silo-Futter auch für 50.000, dann Rundsilo-Futter 20.000 und so weiter geht das. Da gibt es also ein Baukastensystem, was man beliebig erweitern möchte, so wie es einem beliebig ist. Da gibt es also wahrscheinlich 30 verschiedene Kombinationen. Die nächste neue Mod ist der Autoabstellplatz Werkstatt, kommt vom The Little Farmer. Downloadgröße 2,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist es natürlich hier diese Garage, also quasi ein Unterstand. Und da ist natürlich auch ein Werkstattdrücker mit eingebaut, also sehr praktisch. Wenn man einen PKW reinstellt, dann kann man den auch gleich warten. Das ist also dieses Element hier. Die nächste neue Mod ist der doppelwandige Kraftstofftank. Kommt von Michael LS, Downloadgröße 3,46 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kann man hier klar erkennen, das ist natürlich eine Dieseltankstelle, die kann man öffnen und schließen, also aktiv ist sie nur, wenn sie offen ist. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Container, das ist diese Station hier, kostet 5.500 Euro und 25 Euro Unterhalt pro Tag. Ebenfalls von Michael LS kommt der kleine Schuppen aus Beton. Downloadgröße 5,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser kleine Schuppe hier natürlich im Baumenü unter Hallen. Das ist dieser hier, kostet 14.000 Euro und 14 Euro Unterhalt pro Tag. Ist dieser hier, ist also, schauen wir uns mal an, die Textur geht in Ordnung, ist nicht so fein aufgelöst wie das von gestern. Auf jeden Fall, es geht aber in Ordnung, schön. Licht gibt es hier keins, schön gemacht, also auch der Boden hier ist schön gemacht mit den kleinen Dekorationselementen, schön, wunderbar. Die nächste neue Mod heißt mittlerer Schuppen aus Backsteinblöcken und zwar kommt dieser auch von Michael LS, Downloadgröße 8,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen und zwar ist das natürlich im Baumenü natürlich zu finden, hier unter Hallen ist dieser Halle hier, kostet 25.000 Euro und 25 Euro Unterhalt pro Tag. Das ist also diese hier. Auch sehr schön gemacht mit derselben Stimmigkeit wie der kleine, da natürlich vom selben Modder. Auch hier gibt es keine Lichtstation oder keine Lichtstelle, die damit eingebaut worden ist. Trotzdem schön. Also hier gibt es sogar eine kleine Einbuchtung hier. Die kann man irgendwo etwas nutzen für ein kleines Fahrzeug oder so. Kann man sogar Erdfrüchte lagern, wenn einem so gefällig ist. Wunderbar, das ist diese Mod hier. Die nächste neue Mod heißt Hühnereizelt. Kommt von Pablo 10.12.99 und Kastan 18. Downloadgröße 2,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Das ist diese hier. Kostet 1.500 Euro und 5 Euro Wartungskosten pro Tag. Hier könnt ihr natürlich eure Eier verkaufen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, überall diese Lampen rumstehen. Und zwar gehören die zum Lampen-Elektroswitch
CSSR 60 bis 90er Jahre Pack, kommt von Maka. Downloadgröße 3,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese zu finden natürlich in Dekoration im Baumenü unter Lampen. Da gibt es ein Paket von 17 verschiedenen Lampentypen, die in der Tschechoslowakischen Republik im Zeitraum der 60er bis 90er Jahre hergestellt wurden. Da gibt es also jede Menge an verschiedensten Variationen. Da könnt ihr also wirklich lange suchen, bis ihr die passende Lampe für eure Farm gefunden habt. Straßenlaternen, die höher gebaut sind, doppelhalsig, die roten, sogar die dreifachen. Also in verschiedensten Variationen für eure Farm. Die nächste neue Mod heißt Pionierzelt, kommt von Vergamini Modding und Lost Gamer. Downloadgröße 3,7 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Pionierzelt, also ein Schlaftrigger, das aufgebaut werden kann zu den Kosten von 20.000 Euro und 5 Euro Unterhalt pro Tag. Das ist dieses hier. Zu finden natürlich im Baumenü unter Farmhäuser. Ganz einfach ist das. Und wir kommen endlich zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Alles Verkaufen. Kommt von Schulz Modding. Downloadgröße 1,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser hier. Das ist ein Container mit einem Verkaufspunkt, wo alles, was einem nur beliebig ist, verkauft werden kann. Kosten der Platzierung 1000 Euro. Es sind hier keine Kosten pro Tag angegeben. Also einfach hin platzieren für 1000 Nieder. Für 1000 Euro. Das kann, glaube ich, jeder Hof verkraften. Heute ist Freitag. Giants hat also eine Riesenmenge an neuen Mods herausgegeben. Dazu natürlich auch noch die Fact Sheets vom Freitag. Und zwar für das DLC-Pack, das am 22. diesen Monat herauskommen soll. Zwar ist dies das Antonio Carraro Pack. Da haben wir drei weitere Fahrzeuge vorgestellt bekommen. Und zwar ist das zum einen der Toni 10.900 TTR, was natürlich ein Traktor ist, wie das Bild hier zeigt. Kostet 83.500 Euro, hat eine Leistung von 98 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern, einer Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und einem Gewicht von 2,8 Tonnen. Wie ihr hier sehen könnt, kann man in diesem Traktor die Fahrtrichtung ändern, also der Sitz wird gedreht und dann kann der im Prinzip andersrum gefahren werden. Das zweite Fahrzeug, das heute vorgestellt worden ist, hier ist der Antonio Carraro TTR 4400. Ist ebenfalls ein Traktor, kostet 25.000 Euro, hat eine Leistung von 38 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 35 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit von 28 km/h und wiegt 1,3 Tonnen. Man sieht hier, das ist also ein sehr kleiner Traktor, der natürlich für die kleine Hofarbeit verwendet werden kann. Und der letzte Traktor, der heute vorgestellt worden ist, ist der TTR 7600 Infinity zum Preis von 57.500 Euro. Eine Leistung von 75 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Diesel-Tankfüllmenge von 50 Litern und eine Geschwindigkeit von 40 km/h. Das Gewicht hier 2,5 Tonnen. Auch hier können wir sehen, dass hier die Fahrtrichtung geändert werden kann. Man kann also im Prinzip in diesem Falle hier den Schwader vorne anhängen und dann hat man einfach ein besseres Sichtfeld. Wow, ich habe einen trockenen Mund. Das waren die Mods von heute. Eine riesig große Menge, die heute vorgestellt worden ist oder die heute herausgekommen ist. Ich danke euch tausendmal für die Aufmerksamkeit, für die, die bis hier durchgehalten haben. Bitte hinterlasst mir doch einen Kommentar, welche dieser Mods, die heute herausgekommen sind, bei euch in den Standardordner reinkommen werden. Ich muss mir das noch überlegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche es tatsächlich standardmäßig bei mir reinkommen wird. Das werde ich mir gut überlegen müssen. Vielleicht mache ich dann auch ein spezielles Video darüber von den Top-Mods dieser Woche. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch den Daumen da.
Lasst mir doch auch das Abo da, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen. Auch keine weiteren Inhalte, die auf dem Kanal regelmäßig erscheinen. Ich bedanke mich für die Treue. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten Mod-Runde wieder. Und zwar am Montag. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.